bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich hier bei Gesundheit von Quantisana TV. Auch heute haben wir wieder ein richtig spannendes Thema vorbereitet, und zwar geht es um Parasiten und Würmer in den Köpfen. Hier bei mir im Studio und darüber referieren werden Dr. Manfred Döpp und Dr. Heinz Reinwald. Herzlich willkommen. Grüezi. Ja, Parasiten, die kenne ich jetzt nur eigentlich so vom Haushalt. Tiere, die man nicht unbedingt in der Küche haben will oder so. Was genau haben die denn in den Köpfen zu suchen? Ja, normalerweise natürlich nichts, das ist klar. Ein völlig gesunder Mensch hat sie nicht, weder im Kopf und möglichst noch nicht einmal in den Därmen. Aber es ist wieder ein Zeichen der Zeit, dass mit den Problemen in den Köpfen der Menschen, das heißt mit den Meinungen, den Auffassungen, mit dem Fanatismus, der sich durchsetzt, auch einhergeht, dass die Parasiten im Körper andauernd zunehmen. Niemand spricht davon. Früher wusste man, Kinder müssen ab und zu entwurmt werden. Vor allen Dingen, wenn sie Ringe unter die Augen bekamen, wenn sie nicht wachsen wollten, sagte man, du hast einen Bandwurm, wir entwurmen dich. War auch durchweg erfolgreich. Mhm. Heutzutage spricht kein Mensch mehr davon, und die konventionelle Medizin macht auch diagnostisch fast nichts in der Richtung. Und wenn einmal ein Stuhl untersucht wird, dann von einem Labor, wo das Ergebnis in 99,9% der Fälle lautet, kein Befund, weil keine MTA in einem Standardlabor sich für Parasiten interessiert. Sie will das vom Tisch haben. Es gibt nur wenige gute Labors in Europa, die sich für Stuhl interessieren und die eine wirklich glaubhafte Parasitendiagnostik machen. Ebenso die Antikörper im Blut könnte man bestimmen, ist routinemäßig überhaupt nicht der Fall. Das heißt also, die Diagnostik wird vernachlässigt. Wie sieht es aus bei Hunden und Katzen? Bekanntlich nehmen Katzen von ihren Beutetieren und Hunde aus dem Fleisch Parasiteneier auf und entwickeln sie im eigenen Darm. Jeder Katzen- oder Hundehalter sollte sein Tier alle 3, spätestens alle 6 Monate entwurmen. Mhm. Wer tut das denn schon? Aber diese Katzen- und Hundehalter sind höchst gefährdet, dass sie dann diese Tiere nun mal von Hygiene nichts verstehen und nichts halten, dass er die Eier zu sich nimmt. Wenn der Hund über die Lippen leckt, manche Hundehalter mögen das, oder wenn die Hunde die Hände lecken und man tut dann die Hände an die Lippen, sofort hat man die Eier der Parasiten in sich. Oder Insektenstiche. Früher sagte man, AIDS-Viren können zum Beispiel nicht über Insektenstiche verbreitet werden. Inzwischen weiß man sehr wohl, kann das sein. Oder man sagte, Borrelien werden nur von Zecken übertragen. Inzwischen weiß man, jedes Insekt kann ein Überträger sein von Viren, Bakterien und Parasiteneiern. Muss ich mir dann vorstellen, Parasiten, das ist jetzt für mich immer so ein bisschen verbunden mit Käfer, dass ich dann so Käfer bei mir im Körper habe? Nein, diese Käfer beziehen sich auf die gute alte Zeit, als Flöhe und Läuse und Wanzen noch die Standardparasiten waren. Mhm. Aber heutzutage spielen die eine geringere Rolle, sondern es sind wirklich Würmer in den verschiedensten Variationen und Egel. Egel fallen unter Schnecken, aber man muss das nicht unbedingt unterscheiden. Und einzellige Erreger, die sich mit Geißeln vorwärts bewegen können. Und die können dann sogar im Körper den Darm verlassen, sie können überall hingehen, sie können sogar ins Gehirn gehen. Das heißt, Parasiten haben 2 Zugangswege, was die Psyche angeht.
Parasiten sind Psychotrojaner. Sie können mithilfe ihrer Stoffwechselprodukte das Gehirn manipulieren und einige von ihnen können sogar höchstpersönlich bis ins Gehirn gehen und dort die Herrschaft übernehmen. Zum Beispiel steht hier, beim Menschen können Parasiten zu auffälligen psychischen Veränderungen führen. Heute steht ein gutes Dutzend Infektionserreger im Verdacht, psychiatrische Krankheiten auszulösen. Und diese Erreger, die Parasiten, die uns steuern, verfügen über eine große Palette an Tricks, wie sie uns als Makroorganismen manipulieren können. Können Sie uns da mal ein Beispiel nennen, was Sie für psychische Krankheiten damit genau meinen? Ja, das bekannteste sind die Toxoplasmen, Toxoplasma gondii, werden über Katzen übertragen und mehr als die Hälfte der Menschen haben die inzwischen in sich. Die befallen primär Unterleibsorgane, können aber dann auch andere Organe befallen. Und man weiß inzwischen sicher, dass sie im Menschen Melancholie auslösen, Depression auslösen, Selbstmord auslösen. Nur durch so einen Parasit oder so einen Wurm in meinem Kopf kann ich dann Selbstmordgedanken haben. Der muss nicht unbedingt im Kopf sein, er kann es sogar vom Bauch aus tun. Das ist ja nachgewiesen bei Mäusen. Wenn man den Mäusen Toxoplasmen injiziert, bieten sie sich der Katze dar und wollen gefressen werden. Ja, was nun? Wir Menschen haben keinen Löwen vor uns, der uns frisst, aber wir begehen Selbstmord. Das heißt, wenn ich jetzt einen Freund oder Freundin habe, die sich irgendwie plötzlich komplett anders verhält, sollte ich sie unbedingt mal zum Parasiten- und Würmercheck schicken und sagen, Richtig. Du solltest da mal, bevor irgendwie was Gefährliches passiert. Ganz genau. Wow. Oh. Herr Reinwald, wie kann ich das vorsorgen, wenn ich das nicht haben will? Weil ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe da nicht so Lust auf Selbstmordgedanken und allgemein dieser Gedanken, irgendwelche Würmer und Parasiten im Körper zu haben, ist nicht gerade angenehm. Ja, zunächst mal lieber Manfred, ich darf dir das erste Mal widersprechen. Ach, das ist aber auch schön. Ich bin also nicht der Meinung, dass der Gesunde parasitenfrei ist. Ich bin der Meinung, dass es neben dem Mikrobiom auch noch ein Makrobiom gibt. Das heißt, ein in Maßen gesundes Genom von Würmern und größeren Parasiten in unserem Körper. Ich habe früher immer zu meinen Patienten gesagt, wenn sie gesund sind, dann haben sie ihre Parasiten und Würmer und Bakterien im Griff. Und wenn sie krank sind, dann tanzen die auf dem Tisch. Die Amerikaner sagen Bacterial or Parasitic Overgrowth dazu. Also eine Wachstums- und eine milieubedingte Übervermehrung von bestimmten Pathogenen, Mikroorganismen oder auch Makroorganismen. Das heißt also, ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns frei von Parasiten ist. Das war eine Verkürzung, damit ich nicht gar zu lange reden muss. Ja, okay. Gut, das ist jetzt zunächst das eine. Und das andere, Toxoplasma gondii, der ist natürlich jetzt in aller Munde wegen der Katzen. Es ist nicht der einzige Erreger, der seinem Wirt, und die Katze ist der Endwirt, dazu hilft, bessere Jagdergebnisse zu haben. So. Nicht? Er ist ein gezieltes Instrument im Einsatz, das Beutetier zu erhaschen. Und wir waren ja auch einmal Beutetier der Großkatzen. Mhm. Das heißt, die amerikanische Armee hat ja Untersuchungen gemacht zu den Rekruten, die mit Toxoplasma gondii belastet waren. Die Reaktionsgeschwindigkeit lässt nach. Sie sind dizzy-dazzy. Und so ein Patient kam eines Tages zu mir in die Praxis. Und ich fragte ihn, warum sind Sie denn hier? Da sagte er, ja, er weiß eigentlich auch nicht so, junger Mann, 36, aber er fühlt sich immer so dizzy-dazzy. Ja? Und dann scanne ich ihn durch mit meinem Gerät und es kommt ganz, ganz massiv Toxoplasma gondii. Und dann sage ich zu ihm, sagen Sie mal, haben Sie Katzen? Dann sagt er, ja, 9. Oh. Dann habe ich ihm den Zusammenhang zwischen der Menge der Erreger, ja, er soll die auf maximal 3 reduzieren oder in der Wohnung wohlgemerkt, also nicht im Garten, sondern in der Wohnung, auf maximal 3 reduzieren und eine entsprechende Parasitenkur machen, und um den zurückzudrängen.
Ein anderes Erlebnis, das ich auch noch hatte aus meiner Jugend. Ich bin ja groß geworden in der Gastronomie. Meine Eltern hatten einmal die Woche Hausschlachtung und mein Held, als ich ein Junge war, das war unser Metzger. Es war ein Hühne von Mann, der immer die ganzen Schweine und Kälber da reingeschleppt hat. Und das war natürlich mein Vorbild. Und dieser Michel hieß er, Michel hat mich dann mal mit auf die Jagd, der war Jäger auch, hat mich mit auf die Jagd genommen. Ich habe fotografiert und er hat. Dann waren wir dann früh um 4, ich todmüde auf dem, wie heißen die Dinger da? Auf dem Hochstand gesessen. Mir sind die Augen zugefallen, es kam nichts und kam nichts. Und plötzlich wurde es lichter und heller und die ersten Sonnenstrahlen kamen und dann kam ein Rudel Rehe mit Bock. Und dann sagte, die waren etwa 50 Meter entfernt, und dann sagte er zu mir, der eine Bock, der hat Würmer im Kopf. Mhm. Und dann sagte ich guckte meinen Helden an und dachte, mein Gott, woher weiß der das? Nicht? Ich habe ihn dann gefragt, woher das weiß. Sagt er, hat er dann geschossen. Wir haben ihn mit in den Hof, an den Bauernhof genommen und er hat ihn aufgeschnitten. Und ich habe auch die Würmer fotografiert. Ich habe leider die Bilder damals nicht mehr erfahren. Aber er hat es an den Gangstörungen, heute würde ich sagen Ataxie, ne? Gesehen. Also Strongoloiden und andere Würmer, die sind durchaus in der Lage, sich in den Arterien oder Venen, in jungen Jahren eher in den Venen, in den ausgewachsenen Zustand eher in den Arterien festzuhalten und entsprechend sich zu vermehren. Mhm. Und das ist natürlich gefährlich. Aber es sind nicht nur die großen Parasiten, auch die Lipopolysaccharide von Bakterienzellwänden, von gramnegativen Bakterien können schon neurotoxische Prozesse auslösen. Und ich habe schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, Amokläufer, bitte auf Parasiten untersuchen. Die Schulmedizin hat das überhaupt nicht auf dem Bildschirm, weil das ist nicht? Das ist I. Und das ist natürlich ein völlig falscher Zugang zu dem Thema. Diese Überhygienisierung hat uns im Grunde entfremdet davon, dass wir ein Biotop sind. Wir sind ein Biotop. Und dazu gehört das auch. Und was die Parasiten alles können, das können Sie nachlesen in Vorgänger, die ich vor 10 Jahren gelesen habe, Parasitus Rex, ja. Mhm. König-Parasit, was die alles können. Die können Ameisen so verändern, dass sie wie Vogelbären ausschauen, sodass sie praktisch von Vögeln gefressen wird anstelle der Bären, sodass der Parasit in seinen Endwort Vogel kommt. Oder das Gleiche mit Fischen. Die können Fische von der Augenfarbe verändern, sodass der Fisch ausschaut wie ein anderer Fisch und der Vogel, der Kranich, der gerade drüber geht und der eigentlich nur den anderen Fisch frisst, denkt, das ist der Fisch, den er eigentlich fressen will und frisst den falschen Fisch, bloß weil da der Parasit drin ist. Also die Parasiten, die haben ein unglaubliche Fähigkeiten, mhm, der Steuerung von Stoffwechselmechanismen. Können Sie jetzt denken oder ist das Instinkt? Ja, das überlassen wir höheren Geistern als uns. Fakt ist, dass das passiert. Mhm. Und wir müssen natürlich dann, wenn wir und Parasiten, und das muss ich jetzt auch dazu sagen, Parasiten vermehren sich vor allem im Frühjahr, wenn die Vitamin-D-Bildung steigt, die Sonne herauskommt. Die haben ebenfalls einen Rhythmus. Ich sage jetzt ganz ketzerhaft mal in Richtung Schulmedizin, von wegen Grippe. 52% aller Schüler sind wegen Grippe zu Hause. Die Parasiten als Sparringspartner ihres Immunsystems vermehren sich auch die, Entschuldigung, Vögeln im Mai am liebsten und reproduzieren sich. Und wenn dann im Herbst die nächste Grippewelle kommt, weil genau diese Parasiten nämlich aufgrund von Nahrungsmangel sterben und entsprechend toxische Belastungen, ihre Kadaver müssen ja von der Leber entsorgt werden, mhm, das sind ja Leichenheere. Das ist eine Überlastung von Leber und Immunsystem. Mhm. Und dann werde ich natürlich kriegen Schnupfen, kriege ich Grippe. Ja. Nicht? Die Schulmedizin hat ein völlig falsches Vorstellungsbild von den Geschehnissen. Die sollten mal mit einem Biologen zusammen oder gehen und in die Natur wiederkommen. Das behandeln wir schon seit vielen Jahren. Und auch hier, es ist immer eine Sache der Menge. Ja. Ein gesundes Parasitenmilieu, ein gesundes Bakterienmilieu
hat auch Vorzüge für den Stoffwechsel. Deswegen haben wir sie unter anderem. Ja, zum Beispiel werden einige Würmer ja Peitschenwurm zum Beispiel eingesetzt als Epilepsiebehandlung, weil diese Würmer das Gehirn so ruhig stellen, dass das Gehirn weniger zur Epilepsie neigt. Mhm. Also einfache Epilepsien lassen sich mit Würmern behandeln. Das heißt, die richtige Menge macht's aus. Ja. Und die richtigen Würmer am richtigen Ort. Ne? Mhm. Es gibt eine Firma, die stellt bestimmte Würmer her, Peitschenwürmer, Eier, die trinken sie, die schlucken sie. Also sie kriegen praktisch Parasiteneier zum Trinken. Das ist nicht sehr appetitlich, aber sehr erfolgreich bei bestimmten Darmerkrankungen. Okay. Nicht? Colitis, Morbus Crohn etc. bei entzündlichen Darmerkrankungen. Also wir müssen schon auch sehen, dass es auch eine Symbiose, einen gewissen Grad an Symbiose zwischen Parasiten, also Makrobiota und Makrobiom, nicht nur das Mikrobiom, das jetzt in aller Munde ist, also das, die Bakterienkulturen, angefangen von Clostridien bis hin zu Fecalibacterium brausnitzii und Akkermansia muciniphila und wie sie alle heißen, dieses wichtige Gleichgewicht zwischen diesen Bakterienkulturen, auch die Makrobiota sind noch ein bisschen unterbelichtet, aber sie kommen, wie man an dem Buch sieht. Vor 10 Jahren hat es eins gegeben, das ist das Parasitus Rex. Inzwischen gibt es Parasites in Your Mind. In den Vereinigten Staaten gibt es eine ganze Welle an Büchern, die da kommt. Also das war immer schon ein Thema für Außenseiter. Und als naturheilkundlich arbeitende Therapeuten sind wir ja Außenseiter. Insofern war das ein Thema für uns. Und wir stellen auch fest, dass das Vermox in der Schweiz, Mebendazol, gegen eine ganze Reihe von Würmern inzwischen nachgewiesen wurde als Krebsverlänger, als lebensverlängerndes Mittel bei Krebs. Man kann jetzt die Hypothese aufstellen, dass diese Würmer am Krebs mitbeteiligt sind und wenn man sie reduziert, dass dann derjenige länger lebt. Das geht dann in die Richtung der Trichomonadentherapie, Theorie von Tamara Lebedeva, die sagt, dass die meisten Tumoren eigentlich Absiedlungen der Trichomonaden sind, die viele von uns hier im Unterleib haben. Und wenn man jetzt das Metronidazol gegen die Trichomonaden einsetzt, erhält man ebenfalls eine positive Wirkung auf den Krebs. Also da scheint auch noch einiges im Schwange zu sein. Und jetzt muss auch noch einen Punkt dazu sagen, diese ganzen Parasiten sind natürlich zuckerhungrig. Die lieben Glucose. Und deswegen hat diese gleiche Tamara Lebedeva eine der wunderbarsten Parasitenkuren entwickelt, über die ich je gelacht habe. Sie gibt, und sie hat damit Kindern in Russland, wo wenig Geld vorhanden ist, schon mehrfach das Leben gerettet. Also das, sie ist ja Biologin, Tamara Lebedeva, man mag ihre Trichonomaden-These etwas mit Vorbehalt sehen. Ich würde sagen, wenn sie Enderlein gekannt hätte, wäre das eine fruchtbare Entwicklung gewesen bei ihr. Aber sie ist in die richtige Richtung gegangen, nur mit der falschen Terminologie, aus meiner Sicht. Aber die Kur, daran sehen Sie schon, wo es lang geht, die hat Hakenwürmer in der Lunge und so weiter und im Dickdarm behandelt, indem sie den Kindern zunächst ein Abführmittel gegeben hat. Und dann hat sie den Kindern 2 Esslöffel Zucker mit Cognac, es musste Cognac sein, französischer Cognac, wegen der ätherischen Öle, gegeben. Und die Kinder haben das bekommen so um 10 Uhr abends. Sind ja nachtaktiv. Ja. Und verstehen was von Mimikry, molekularer Mimikry. Also das ist gar nicht so leicht, die zu detektieren mit schulmedizinischen klassischen Stuhlanalysen. Also das ist, die sind ja auch nicht blöd, die Viecher. Und sie hat das dann so gemacht, hat es verabreicht und um 2 Uhr hat die Kinder aufgeweckt. Was passiert nun? Das ganze der ganze Schnaps mit den ätherischen Ölen und dem Zucker geht in den Darm und lockt dort die Parasiten in den Darm, von überall her. Und die werden natürlich durch den Zucker angelockt und sind dann stockbesoffen. Und das ist ein großer Vorteil, weil dann die Hakenwürmer sich nämlich beim Durchfallmittel nicht mehr an den Zotten der Darmwand aufhängen können, sondern die sind so besoffen, dass sie praktisch im freien Fall
fallen. Und jetzt kommt aber der Knackpunkt, was sie dann macht. Sie gibt dann nämlich wieder ein Abführmittel und setzt die Kinder auf einen Nachttopf mit heißer Milch. Denn wenn die Parasiten, besoffen wie sie sind, im freien Fall da rausfallen, kriegen die einen Kälteschock, wenn das nicht gewärmt ist. So aber kommt von unten der Duft der warmen Milch und die lassen sich hineinfallen und sind dann auch wirklich draußen. Das macht die oft bis zu dreimal. Du darfst kein Diabetiker sein und kein Alkoholiker natürlich nicht. Aber nur, das ist in dem Buch von ihr Reinigung. Mhm. Die Bücher von ihr werden leider nicht mehr aufgelegt. Aber da habe ich damals gedacht, diese Frau, Biologin, hat auf dem Land in der Weite Russlands keine andere Möglichkeit gehabt und hat ein wunderbares Antiparasitenmittel oder eine Parasitentherapie entwickelt. Wie halte ich denn meine Parasiten jetzt hier im Westen unter Kontrolle? Muss ich auch da mal abführen, so einmal im Monat? Erstens Ernährungsumstellung. Ich empfehle vor allen Dingen Gewürze. Mhm. Denn die Araber, die Inder, die Südostasiaten, die ja viel mehr Parasiten noch hatten als wir hier, weil es gab ja keine Kühlschränke und. Die haben jedes Essen so scharf gewürzt, dass diese Gewürze, also Kurkuma, Curry überhaupt, Zimt und aus unserer Sicht vielleicht auch Meerrettich und Senf und Gewürznelken. Peperoni. Peperoni, genau, alles was scharf ist. Dass diese Gewürze halten die Parasiten im Zaum. Sie töten sie nie vollständig ab, aber wir haben sie im Griff. Ja. Ihre Wuchsaktivität wird begrenzt, milieubedingt. Nicht? Und das ist wichtig. Und was grundsätzlich zuckerarme Ernährung. Zucker ist natürlich für Parasiten Nahrungsmittel Nummer eins. Zuckerarme Ernährung, auf das Milieu gucken, sodass das Immunsystem auch in der Lage ist, mit den Parasiten entsprechend fertig zu werden. Und ich sage jetzt mal durchaus mal eine Frühjahrs- und Herbstentgiftungskur, so wie bei den alten traditionellen Naturvölkern auch. Die haben ja auch regelmäßig Entgiftung gemacht. Ja. Sogar die Schimpansen geben Kräuterblätter ihren Jungen bei Parasitenbefall. Also im Frühjahr Rhabarber. Alles, was Durchfall erzeugt, mehrmals im Jahr sollten wir Durchfall haben, damit mal etwas durchgewaschen wird. Ja, Cleansing, so eine Art Natural Cleansing, natürliche Reinigung, Darmreinigung. Nicht? Und das gilt zum Beispiel auch mit unserem Kolostabil. Wenn man das hochdosiert nimmt, dann räumt es dich richtig durch. Vielleicht noch eine höhere Dosis Magnesium, das ja auch die Entspannung der Darmperistaltik bewirkt. Und dann macht es prupf und weg. Und das gilt jetzt für Jung und Alt? Das gilt für Jung und Alt. Wenn allerdings dann schon Krankheiten da sind, würde ich empfehlen, naturheilkundlichen Arzt oder Heilpraktiker aufzusuchen, um das professionell zu machen. Vielleicht auch mit einer modernen Mikrobiomanalyse. Mhm. Es gibt ja seit 2-3 Jahren auch in Deutschland, Biovis ist hier einer der Vorläufer, die machen molekulargenetische Stuhlanalysen. Und wenn wir das, was wir heute wissen, vor 15 Jahren gesagt hätten, auf einem Gastroenterologenkongress, die hätten uns erschlagen. Ja. Aber inzwischen können wir es beweisen. Mhm. Damals hat man uns ausgelacht, ihr Heilpraktiker, ihr wühlt immer in der Scheiße. Und wenn er es dann ins Labor schickt im Sommer, dann sind die Temperaturen unterschiedlich und dann verschiebt sich sowieso der pH-Wert. Ach, was wollt ihr denn mit eurem Schamanentum hier? Ihr seid doch alle doof. Nicht? Die Tendenz hat trotzdem damals schon gestimmt, obwohl die Kritik natürlich berechtigt war. Natürlich verändert sich der pH-Wert durch die Umwelteinflüsse. Aber heute mit den molekulargenetischen Profilen, da können sie uns gar nichts mehr. Ja. Da können wir sie praktisch, faktisch erschlagen damit. Und ich bin darüber auch sehr froh, dass die Wissenschaft sich ihre eigene Keule für ihre eigene Dummheit baut, die uns natürlich jetzt sehr, sehr hilft. Und ich bin da sehr drüber froh. Ich habe bei mir in der Praxis angewiesen, keiner geht ohne Stuhlanalyse raus. Ich meine, den Herrn Dr. Schütz von Biovis wird es freuen, der weiß das gar nicht, dass das meine Order ist. Aber ich folge ganz strikt einem Herrn namens Hippokrates. Und er hat gesagt, alle Erkrankungen haben ihren Ursprung im Darm. Und ich wiederhole das nochmal, alle. Wenn alle ihren Ursprung da haben,
dann gucke ich mir immer den Darm an. Klar. So, und es kommt ja nun noch hinzu, dass wir inzwischen wissenschaftlich beweisen können, welche Stoffwechselaktivitäten durch dieses Mikrobiom und in Beteiligung eventuell auch noch mit Makrobiom im Darm stattfinden. Wir können heute sehen, dass sogar die Aromatase, Hormonregulierung im Darm stattfindet. Das heißt, sogar aromatase-abhängige Brusttumoren haben ihren Ursprung im Darm. Ja. Das hat man herausgefunden, indem man sogenannte keimfreie Mäuse gezüchtet hat und Keimmäuse mit normalem Mikrobiom. Und dann hat man untersucht, was macht das Mikrobiom? Glutathion-Transferase, Lipidstoffwechsel, Entgiftung, Immunregulation, wissen wir, 70% der Immunregulation, aber eben auch Aromataseregulation. De facto alles, was uns Menschen an Stoffwechselvorgängen ausmacht, hat im Darm die Regulation. Also. Ja, und wir untersuchen ja jeden Patienten mit dem berühmten Timeweaver und stellen fest, dass Hulda Clark, die ja gestorben ist, recht hatte, wenn sie sagte, der Darmegel, der Leberegel und der Bauchspeicheldrüsenegel sind äußerst wichtige Parasiten. Und sie hat ja empfohlen, den Zapper dafür zu verwenden. Und das empfehlen wir dann auch in solchen Fällen. Zapper vom Fuß zu Fuß. Dann fließt der Strom durch den Bauch, durch den Unterleib und die Erreger werden in Grenzen gehalten. Eingedämmt, ja. Eingedämmt. Das heißt Parasiten ja, aber in begrenztem Maße, denn Parasiten bedeuten nicht gleich Feind, es kann auch heißen Freund. Ja, richtig. Richtig. Super. Ja. Das war es auch schon. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie uns so vieles darüber erzählt haben. Jetzt habe ich doch nicht mehr so große Angst vor Parasiten, Würmer in meinem Kopf, in meinem ganzen Körper. Und Ihnen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal hier bei Contisana TV. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung.